zwei, dreimal passiert. Da haben die mir falsches Age gegeben. Was war da drin, wenn ich fragen darf? Irgendwelche Steine von der Wand. Hier überwiegt der Hass und die Gleichgültigkeit. Was das angeht, da bin ich auch noch ziemlich naiv noch. Mein Name ist Christian, Hauptdroge ist Opiate, Heroin eigentlich. Aber in letzter Zeit ist immer mehr Kokain, also Crack, dazugekommen, leider Gottes. So Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal Stimme der Straße. Wir haben ja einmal den lieben Christian. Christian, was geht ab? Wir haben uns echt lange nicht mehr gesehen. Wie geht's dir? Ach ja, ich war von Bahnhofsviertel hier, von ganz eigenständig weg zu meinen Eltern nach Hanau. Und dann war ich in einer Übergangseinrichtung, wollte ich Therapie machen, aber das hat doch nicht gepasst und so. Und dann wurde ich dann da verhaftet, war 6 Monate im Knast. Bin jetzt am 17.03. wieder rausgekommen. Also es war echt eine schwere Zeit. Meine Eltern waren im Urlaub. Ich bin komplett hier in der Luft gehangen, komplett aufgeschmissen. Und seit 1,5 Wochen sind meine Eltern wieder da und haben mich von selbst, ohne dass ich gefragt habe, wieder aufgenommen. Krass. Gott sei Dank. Christian, du hast so einen krassen Halt von deiner Familie. Und irgendwie kommst du trotzdem immer wieder hierher. Woran liegt das? Ja, das ist hier, ich weiß nicht. Das ist wie ein Magnet, wie ein Strudel, das einen immer wieder hierher führt. Aber wenn ich bin drauf und dran, eine Wohnung zu suchen oder betreute Wohngemeinschaft. Und wenn das dann soweit ist, wenn ich das gekriegt habe, dann werde ich auf jeden Fall zusehen, dass ich hier nicht mehr herkomme oder so. Versuche wenigstens sehr selten hierher zu kommen. Und wenn ich nicht hier bin, dann fällt schon mal der ganze Stein weg. Dann ist nur noch das Heroin- oder Methadon-Programm präsent. Auf jeden Fall bin ich aller Gott dankbar, dass ich bei meinen Eltern bin. Ich habe da auch jetzt gefragt, kann ich bei euch da jetzt mal so eine Zeit lang. Kam von denen ihrer Seite, haben mir die Hand gereicht. Und so, weil ich wollte von selber mich hier durchkämpfen. Ja. Ganz allein und so. Aber es ist jetzt halt so und es ist auf jeden Fall sehr gut und ich bin sehr dankbar, dass es überhaupt so ist. Und ich bin auf einem sehr guten Weg. Methadon habe ich auch noch eine geringe Dosis und da bin ich auch drauf und dran, das komplett auszudosieren, Methadon wegzukommen. Also momentan bist du nur auf Methadon und Crack? Ja. Heroin nimmst du gar nicht? Crack sehr selten auch. Okay. Und Heroin nimmst du überhaupt gar nicht? Gar nicht. Ja? Ich könnte mich gar nicht erinnern, wann ich das letzte Mal genommen habe. Okay. Dein Weg ist ja so geebnet für ein drogenfreies Leben, ja? Also du hast echt Familienzusammenhalt, was auch nicht selbstverständlich ist heutzutage, Christian. Das darf man auch nicht vergessen. Es gibt viele Familien, wo ihre Kinder hängen lassen, leider. Ja? Und du hast noch diesen Background. Den finde ich das sehr, sehr gut und auch schön von deinen Eltern, dass sie dich da nicht im Stich lassen. Es gibt manchmal Situationen, ich weiß nicht, wenn ich sehr gut drauf bin, wenn ich mich belohnen will, wenn ich traurig bin, wenn ich depressiv bin, irgendwie brauche ich irgendeine Substanz, um die Gefühle so zu verändern. Und mir bleibt nichts anderes übrig als hier. Wie beschreibst du das Bahnhofsviertel, Christian? Warum zieht es dich immer wieder her? Also, im Vergleich zum ersten und zum zweiten Mal, dass wir hier zusammen gesprochen haben, ist es jetzt viel schlimmer, viel aggressiver. Ich weiß nicht, wo die ganzen Leute herkommen. Ganze Afghane sind hier, lauter neue Gesichter und so. Und das macht gar keinen Spaß mehr hier. Das hat mal wirklich Spaß hier gemacht und so. Das ist jeden Tag Schlägerei, Messerstecherei, wegen nix und wieder nix. Das ist echt. Passiert es auch, dass du jetzt hier jemand, der Teil von der Szene ist und auch schon etwas länger dabei ist, auch abgezogen wird hier von den Leuten? Nein. Aber die versuchen es trotzdem am Ende des Tages, wenn du einschläfst und sowas. Ja, nee, das, sowas passiert so draußen. So, das ist noch nie passiert, dass ich so einschlafe. Nicht einmal. Aber so, dass sie versuchen, mich abzuziehen, das ist schon 2-3 Mal passiert. Da haben die mir falsches Age gegeben, was genauso aussah wie ganz normales Age. Das habe ich dann gemerkt, wo ich es dann aufkochen wollte. Da bin ich dann halt zurück und habe Radau gemacht und so. Was war da drin, wenn ich fragen darf? Irgendwelche Steine von der Wand. Das machen voll viele, muss man sagen, ja. Überleg mal, sowas ist auch, glaube ich, schon gesundheitsgefährdend, ja? Ja, das darf man sich natürlich nicht reinziehen. Ich habe das ja schon
Man merkt es, oder ich merke es zumindest, aber das dann zu spät, dann ist der schon weg, derjenige. Ja. Und er sagt dann auch, was Quatsch, es war gut und so weiter. Sobald der Deal abgeschlossen ist und derjenige, die Wege sich trennen, ist das vorbei, da kannst du nichts mehr machen. Ja. Sache gegessen. Es gibt leider Gottes sehr viele Menschen hier, die ihren Weg durchgehen ohne Skrupel. Ja? Ohne Rücksicht auf Verluste, das ist dann eigentlich dann relativ egal, ob da am Ende dir was passiert oder... Genau, das ist der Punkt, und es wird immer heftiger, immer krasser wird es. Ich glaube, früher hatten die Leute noch so ein kleines bisschen ein Gewissen, weißt du? Und dass jemandem was passiert oder sonst irgendetwas. Mittlerweile, die verkaufen ja wirklich Erde, Stein, Fliese, alles Mögliche. Also, wenn du mal überlegst, was sowas anrichten kann, es gibt ja bestimmt den einen oder anderen, wo sich das dann spritzt, weißt du? Ja, oder denkt, dass das also nur ein bisschen härter ist, dass es klein macht zu Pulver und es dann nicht in die Nase reinzieht. Ja. Vielleicht. Jetzt überleg mal, du ziehst dir Beton durch die Nase. Oder Porzellan, irgend so, was weiß, wie Stein aussieht. Und wie kommst du klar, Christian? Wie erwirtschaftest du momentan? Momentan Bürgergeld, hauptsächlich. Ausschließlich Bürgergeld, sonst... Ja. Kommst du zurecht mit Bürgergeld, also für deinen Konsum? Ja, das ist ja nur Stein, das ist Methadon, das kostet ja nur die Rezeptgebühr, da hin und wieder 5 Euro, das ist ja kein Problem. Und Stein ist echt selten, nur wenn ich es hab und so. Und nicht so, wie es mal war, Tag und von morgens bis abends, die ganze Zeit, das ist schon längst vorbei, die Zeit. Ja. Ich hab auch das Gefühl, oder ich hoffe, dass ich das hinkriege, dass ich das jetzt demnächst da komplett auf die Reihe kriege, gar keinen Stein mehr zu rauchen. Kann man dich dabei irgendwie unterstützen, Christian? Ich krieg das selber hin. Danke für das Angebot, ich weiß zu schätzen, aber ich mit meinen Eltern, die kriegen das schon hin. Oder ich krieg das schon so hin. Muss das hinkriegen. Ich habe das schon oft genug gesagt, Christian, du bist ein verdammt intelligenter Junge. Allein wie du dich ausdrückst und so. Und keine Ahnung, das sage ich auch oft zu anderen hier, aber ich meine. Du bist so einer der Leute, die hier überhaupt nicht reinpassen, weißt du? Das habe ich schon von vielen Leuten gehört. Ja, das ist überhaupt nicht deine Welt. Du bist voll der ruhige, in dich gekehrte Mensch. Du strahlst so eine positive Energie aus und hier sind die Leute irgendwie so, denen ist alles scheißegal. Die scheißen so teilweise auf sich selber, die lassen sich auch selber komplett gehen, weißt du? Und das ist bei dir nicht so der Fall, deswegen, keine Ahnung, du hast auch so einen guten Kern in dir und du bist mit sehr vielen Leuten unterwegs und teilweise sind das Leute, die wollen halt auch nichts Gutes für dich, weißt du? Und man sieht das aber manchmal nicht tatsächlich, ja? Wenn man halt in dieser Blase hier so gefangen ist, ja? Was das angeht, da bin ich ja noch ziemlich naiv noch. Aber, oder gutmütig oder gutgläubig. Aber das ist ja, wenn man mit guten Leuten ist, ist das was Gutes. Und wenn man mit so Leuten wie hier ist, ist das eher von Nachteil. Es ist schädlich, wenn man dann so positive Eigenschaften hat. Es wird dann alles ausgenutzt. Benutzt gegen einen. Das war bestimmt schon oft der Fall gewesen auch, ne? Dass Leute diese Gutmütigkeit bei dir sehen und dann halt... Das Ausnutzen, meine Großzügigkeit auch und so. Dass ich da helfe und mach mal hier und dies und das und so. Würdest du sagen, Christian, du hast hier Freunde im Bahnhofsviertel? Bei einem würde ich das vielleicht zum Teil sagen, aber nicht wirklich. Soll ich die Frage für dich beantworten? Allein, dass du so lange nachdenken musstest? Es gibt keinen, nee, das ist schon hier. Aber trotzdem zieht es einen immer wieder hierher. Muss ich mal vorstellen, wie schlimm das für einen Menschen sein muss. Das hier so wirklich, einer hat es mal schön gesagt in den Videos des Bahnhofsviertels, wie so ein Sog, das sich immer wieder reinzieht. Du willst gar nicht her, du willst ganz andere Sachen machen. Du willst auch mal, keine Ahnung, in die Stadt gehen, Eis essen oder sonst irgendwas, aber du landest immer wieder hier. Ja, vorhin gesagt, wie so ein Strudel, wie so ein Magnet ist das hier. Weil man hier alles kriegt, jederzeit und so. Ach ja, es ist... Was man auch sagen muss, Christian, ich sehe in letzter Zeit immer mehr Jugendliche, die so hierher kommen. Ja. Boah, da ist eine da in diesem Nachtcafé, wo man da sich aufhalten kann, die ist maximal 15 oder so. Und die ich weiß nicht, ob die auch Heroin nimmt, als Stein auf jeden Fall. Und die ist da komplett bewusstlos, da komplett kollabiert und so. Mit 15 Jahren. Rettungswagen gekommen. Und da wollte die nicht mitfahren und ist dann wieder direkt im Anschluss da wieder da rumgefallen. Und prostituiert sich sogar noch. Das ist halt das Schlimme. Hier im Bahnhofsviertel ist den Leuten scheißegal, wie alt du bist. Oder den Unsüchtigen, den normalen Leuten, den normalen Leuten hier, Stadtbewohner, ist es auch egal, wenn
da jemand auf dem Boden liegt, da ohne Decke, so bei Eiseskälte. Es ist scheißegal, die gucken nicht mal da drauf, die laufen einfach vorbei. Schon eine traurige Welt hier irgendwie, ne? Hier überwiegt der Hass und die Gleichgültigkeit. Hier ist Liebe, kann man fast sagen, gleich gegen Null. Aber wie gesagt, mir geht es auf jeden Fall wesentlich besser als das erste Mal, als wir zusammen ein Video gemacht haben. Das freut mich auf jeden Fall, ja. Und das muss ich mir beibehalten und weiter und weiter und weiter, einen Schritt nach dem anderen. Step by step. Und ich bin mir sicher, dass du es irgendwann mal komplett herausschaust, Christian. Ja. Inshallah, Gott. Okay, mein Lieber. Dann danke ich dir vielmals für deine Zeit, Christian. Ich wünsche dir alles, alles Gute auf deinem weiteren Weg, ja? Von Herzen gern. Kein Problem.